So, hallihallo liebe Leute, der Jörg zockt hier diesmal mit was ganz anderem, nämlich MotoGP 2014 bzw. MotoGP 14. Gleich mal schon mal vorneweg, ich habe noch nie ein Motorradspiel irgendwie gezockt, sei es auf dem PC, noch auf Konsole, noch sonst irgendwas. Daher wird es dieses Mal für mich eine Premiere. Gleich natürlich zum Start von dem Spiel, nachdem ich zwei Ladebalken hatte, kam ich hier direkt hier zu der Auswahl von meinem Fahrermenü. Porträttechnisch war ich so ein bisschen enttäuscht, dass es hier nur 6 verschiedene gibt und eine Frau davon. So, das hier kommt eigentlich bei mir am nächsten hin. Oder das rechts oben würde eigentlich auch gehen. Sehe ich jetzt hier gerade. Ich nehme einfach mal das hier. So, egal. Ja, Vorname. Ein Ö gibt es hier ja nicht, deswegen habe ich einfach mal meinen Namen auf Englisch genommen. Nachname, ja, weil ich natürlich auch wieder versuche, hier die Platin-Trophäe zu holen. Abkürzung, ja, DJ für Jörg, der Jörg zockt. Genau, Alter, ja, zu alt bin ich tatsächlich. Deutschland, klar, Rennnummer, kann man auch nur verschiedene hier auswählen. Viel gibt es hier nicht zur Auswahl, da habe ich mir einfach hier mal die 18 genommen. Wegen was auch immer, weiß ich jetzt selber nicht. Vorstil, ja, die 18 so an sich, wie sie da geschrieben wird, passt eigentlich so ganz gut. Farbe rot, ja, gut. Das haben wir jetzt soweit alles eigentlich. Natürlich nur nicht hier, wie ich das Ganze speichern hätte können. Ah, okay, alles klar, jetzt hat er's. Gut, Fahrerausrüstung gibt es dann auch noch. Ein Helm X-Light, okay. Was gibt es denn hier noch? Ah, okay, alle anderen werden aus mit dementsprechender Fahrerschuhe freigeschalten. Ne, dann nehme ich aber lieber hier einen Nolan. Genau, nehmen wir den hier. Hatte ich nämlich damals auch selbst überlegt, also im Real Life gesehen, weil ich ja selber auch Motorrad fahre. Stiefel, okay. Supertech. Und was? Wortes. Nehme ich die einfach auch mal hier in quietschrot. Ja, die Handschuhe. Okay, ist natürlich gar nicht mehr so schlecht hier, das alles hier. So, muss natürlich auch halbwegs passend zu meinen Stiefeln sein. Spitzname Player. Nee. So, was nehme ich jetzt da? Was nehme ich jetzt da für einen Spitznamen? Ja, was nehme ich denn da jetzt? Spitzname. Was könnte ich da denn jetzt nehmen, Spitzname? Oh, immer diese schweren Entscheidungen. Ich mache mir ja jedes Mal hier in den Kopf da generell bei allen Rollenspielen etc. wegen irgendwelchen Namen zum Beispiel. Weil die sollen ja auch nach etwas klingen, aber jetzt hier Spitzname bin ich jetzt gerade leicht überfordert. Nimm einfach hier so wie mein Paladin hier, beziehungsweise Kreuzritter in Diablo 3, Sepp. So, Stil des Spitznamens, so ist eigentlich egal. Weil ich weiß auch gar nicht, wo der denn angezeigt werden soll. Ich nehme den einfach auch mal in Rot. Ach, da unten steht es eher auf meinem Arsch. Ja, okay. Gut, das haben wir soweit. So. Genau, Fahrstil, ausbalanciert, Ellenbogen am Boden, ja. Okay, Schultern raus, Körper raus, alte Schule. Da lasse ich gerade auch dieses ausbalanciert drin, das wird wahrscheinlich das Beste sein. So, genau, bestätigen und starten. Ja, GP Stufe 1. Okay. So, also ein richtiges normales Auswahlmenü, also Hauptmenü haben wir jetzt noch nicht angezeigt. So, ist das dein erstes Motorradspiel? Dieses Spiel hat einen Tutorial-Modus, um dir beizubringen, wie du den Umgang mit einem dieser faszinierenden Fahrzeuge meisterst. Möchtest du auf den Tutorial-Modus zugreifen? Das ist zwar, wie gerade eben schon erwähnt, mein erstes Motorradspiel, aber ich würde dennoch mal sagen, nein. Weil auf Tutorials, naja, die meisten sind so, genau, naja. So, was haben wir jetzt hier? Einzelspieler, Mehrspieler, mein GP. Okay, und Optionen. Da schaue ich jetzt gerade mal rein, auch wegen dem Audio.
Okay, ist alles fast halbwegs voll. Rennmusiksprache, ja, passt. Controller, kann ich auch mal kurz reingucken, ob ich das... Ah, okay, alles klar. Bremsen, L2, gute typische, sage ich jetzt mal, Autorennsteuerung. Rewind L1. Das brauche ich auch für eine Trophy, die Rewind. Ducken, hochschalten, runterschalten, Hinterradbremse. Ja. Durfte keine Probleme machen, sage ich jetzt mal. Video, Gamma, ne, passt. Gut. Huch. Sonst das hier drücken? Genau. Nur dieses Menü wurde genauso mir angezeigt, hier, wo ich das Spiel neu gestartet habe. So, was haben wir denn jetzt hier, Einzelspieler? Ich nehme mal an, ich muss ja mal die Meisterschaft komplett spielen. Karriere ist natürlich auch geil. Legendenrennen, was sind das? Bei den Legendenrennen kannst du spannende Rennen aus der Geschichte des Motorsports aufrufen und selbst daran teilnehmen. Okay, das ist natürlich auch geil. Ach, Rossi, guck dir mal das an hier. Den kenne ich sogar. Alles klar. Okay. Oh, hallo. Stufe 5. Okay, 65. Oha. Gut, da brauche ich noch ein bisschen weit hin, weil ich bin ja jetzt gerade mal 0. Ne, 1. Was bin ich denn? 0, 1. Irgendwie so. So, Schlafzimmer mal noch hier kurz mal reingucken. Ah, meine Fahrerausrüstung. Alles klar, genau. Da sehe ich jetzt meine ausgewählte. Richtig. Mein ausgewähltes Set hier. Ist natürlich noch nicht allzu viel drin. Fahrerinfo. Ah, okay. Gut, das ist das und das. Was ist das hier? Ah, da könnte ich sogar noch nachträglich alles ändern. Das ist auch nicht schlecht, wenn man sich mal irgendwie verschrieben hat oder irgendwie sowas. So. Kann es losgehen. Und ich freue uns wirklich sehr mit dir auf dieses Abenteuer. Alle haben hart. Bla bla. Ah. Alle haben hart daran gearbeitet, dir eine echte Hochleistungsmaschine zu liefern und wir sind überzeugt, dass du es bei diesem ersten Rennen auf den 22. Platz schaffen kannst. 22?
Ja, 22 ist natürlich nicht so allzu gut, sag ich jetzt mal. Ja, genau, alles schon angeguckt, wunderbar, Rennen starten. So, in Brno, in Tschechien, 5 Kilometer, okay. Schwierigkeitsgrad leicht, kann man das irgendwie. Automatik, voll, Halbautomatik. Huch. Okay, 50% Länge reicht in dem Fall locker. Weil ich habe ja keinen Bock hier 60 Runden zu fahren. Irgendwie. Bikeschaden. Aus, aus. Ich lasse es lieber erstmal alles so. Wird ja nicht ohne Grund hier das so einfach drin sein. So, dann einfach mal los hier. Rennen starten. Ah, Vorgaben, Position 22, da stand es ja gerade nochmal. Ah, okay, das ist also das, was ich mindestens erreichen muss. Schön, man kann hier Tipps und Tricks durchlesen. Wenn im Ladebalken. Aha. So. Das ist die Ellenbogen fast den Asphaltstreifen. Ziemlich mutig. Okay, so viele verschiedene gibt es ja hier gar nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht gemacht, dass man hier noch so ein paar Stadtbilder sieht. Und natürlich auch hier auf der Weltkarte, wo denn Tschechien ist. Okay. Ja, nicht schlecht gemacht, das gefällt mir ja schon mal ganz gut. Allerdings sind wir ja hier. Die Streckenübersicht. Linkskurven 10, Rechtskurven 6. Genau, deswegen habe ich jetzt gerade hier das Städteübersichtsvideo mal kurz mal weggeklickt, weil ich will ja jetzt hier nicht großartig die Stadt sehen, sondern wenn dann die Strecke und die Motorräder und alles drum und dran. Hier spricht Eddie Mielke und ich begrüße all unsere Zuschauer hier in Brünn zur 11. Runde der MotoGP-Weltmeisterschaft. Bleiben Sie dran und erleben Sie mit uns die Live-Berichterstattung zum tschechischen Grand Prix Okay. in der Brünn Moto3. heißt es also. Oh, ups, habe ich es falsch ausgesprochen. Naja, egal. So, grafisch ist also nicht unbedingt gerade so der Burner. Sehe ich jetzt hier gerade schon. Wenn du dich in der Box befindest, kannst du über den Bildschirm rechts deine Platzierung kontrollieren. Der Chief Engineer gibt dir gerne Auskunft zu allen Reparaturen und der Fahrzeugeinstellung. Wenn du für das Rennen bereit bist, setz einfach den Helm auf. Okay, zur Strecke. Session-Informationen. Gut, dass ich Auto gerade das, was ich im Ladebalken auch gesehen habe. Genau. Windrichtung, Geschwindigkeit. Ja, Links- und Rechtskurven. Okay. Techniker, was kann der? Brauchst du Hilfe? Kleiner? Frag mich einfach, dann gebe ich dir den richtigen Rat. Gut, kleiner. Naja, mit 1,87 bin ich nicht unbedingt gerade klein. Direkt am Setup des Bikes. Ne, erstmal anschauen. Ich habe Schwierigkeiten, in die Kurven zu kommen. Okay. Schwierigkeiten, um die Kurven zu kommen. Ne, das lasse ich lieber erstmal, weil ich habe ja keine Ahnung, wie das Bike denn hier fährt. So, deswegen ab. Einfach mal zur Strecke. Dann sehen wir es ja gleich schon. Okay. Vasquez, Marquez, okay, die ganzen Namen kenne ich sogar halbwegs. Die habe ich schon mal ein paar Mal in den Nachrichten gehört. Gut, ist einfach so ganz normal hier die Startaufstellung. Ich nehme mal an, ich bin ganz hinten. Ja, Reihe 12, supi. 34. Platz. Uha. Okay. So, ich gebe einfach mal Vollstoff, mal gucken, was da passiert. Bling, willkommen. Aha, Dankeschön. Uha. Ja, also das fühlt sich erstmal so hier gewaltig träge an. Wow, jap. Alter Verwalter. Okay, da muss ich ja gewaltig früher in die Kurve rein. Wow. So, ich will ja nicht unbedingt hier die anderen, wie jetzt hier, Ferrari, der fährt ein bisschen falsch, ist nämlich ein Motorrad. So, wie mache ich denn jetzt hier ein Blöd? Au.
Oha. So, einmal Krankenwagen bitte. Unfall? Tatsächlich? Ah. Fast nicht aufgefallen. Wow. Also. Ja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn jetzt hier die Striche wieder grün werden, kann ich eigentlich wieder Gas geben. So kenne ich es zumindest auch von den Autorennen her, aber hier ist es anscheinend nicht so, weil wenn ich das mache, wow. Ja, trägt es mich so weit nach außen, das ist ja nimmer normal. Wow. Gut, und natürlich hier vom Sound her, also Musik höre ich schon mal keine, obwohl ich ja das hier nicht geändert habe in den Einstellungen, ihr habt es ja gesehen. Naja, und die Maschine hört sich eher an wie ein 125er oder irgendwie sowas. Oder definitiv irgendeine Pupsmaschine mit Drossel. Also wegen ihrer Hochleistungsmaschine hier, wie mir ja da versprochen wurde, mag ich jetzt so an sich nicht. Vor allem, wenn ich sage, so 180 km/h, komme ich eher vor wie 60. Ah, passt doch auf. Alter. Also die Steuerung ist echt irgendwie komisch, da muss ich mich gewaltig umorientieren von den Autorennen und so weiter, weil das ist hier, wow. Vor allen Dingen komme ich auch nicht wirklich vorwärts mit meinen Rängen hier. Gibt es ja nicht sowas wie Windschatten? Gut, ich komme natürlich jetzt mal nicht hinterher. Shit. So, ich muss ja nur als Vorgabe hier Platz 22 erreichen. Mit meiner Wildcard. Ich frage mich nur, wieso 2. So, was haben wir denn jetzt hier? 31 Grad mal. Oh Mist. Locatelli. Ja. So, Nudelfraktion ist hier also auch vertreten. Oh Mann. Boah. So, dann überholen wir mal wieder ein paar Leute. Ich hoffe ja mal jetzt nicht, dass ich hier groß wieder einen Unfall baue. Oh shit, das ist ja schon die zweite von drei Runden. Mann, ey. Also da ist es hier in Real wesentlich einfacher. Vor allem die Beschleunigung. Nicht vorhanden. Ei. So. Vielleicht hätte ich dann doch erstmal hier eine Teststrecke oder irgendwie sowas fahren sollen. Das weiß natürlich nur nicht, auch nicht hier, was passiert, wenn ich jetzt hier nicht 22er werde. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Bin ja schon 25 von 34. So. Boah. Hallo, bleibst du mal weg von meinem Hinterreifen. Das kommt beim Motorrad relativ uncool. So, einmal mal kurz mal durch den Sand. Nein, geh weg. Boah, jetzt hätte ich gerade schon wieder gesehen, dass er mich wieder hinlegt hier. Gut, das könnte ich doch durchaus schaffen. Aber ich hoffe mal, dass ich dann demnächst hier ein gescheiteres Motorrad kriege oder irgendwie sowas. Aber diese Kiste hier, das ist ja ein Graus. Von den 180 km/h, wo denn? Ist ja fast Standbild. Gut, weiter runterdrücken kann ich natürlich meinen R2-Trigger jetzt auch nicht. Sonst habe ich den demnächst hier in meiner Handfläche drin. Dann darf ich auch noch einen neuen Controller kaufen. Also mit dem her Vollgas bin ich logischerweise. Verdammt. So, letzte Runde. Mal noch gucken, ob ich den einen Platz hier noch hinkriege. Ich behaupte jetzt einfach mal ja. Hoffe ich zumindest. Ich will nicht gleich den Anfang hier verkacken. Alles im Unfall macht man echt brachial. Also das sollte man definitiv vermeiden. Weg da. So, komm schon. Okay. So, 21. sind wir schon mal. Wow. Gut, die hängen mir jetzt genau im Nacken. Das kann ich ja mal gar nicht leiden. Konnte ich bei Autorennen auch schon nicht.
Naja, aber ich glaube, das Spiel ist echt so ausgelegt, dass du hier gar keine Chance hast, hier auf den ersten Platz zu fahren. Außer ich würde jetzt natürlich das hochschrauben auf hier komplett 100% alle Runden. Oder irgendwie sowas. Aber jetzt nur in den 15% Einstellungen geht es bei weitem nicht. Zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht wie. Wow. Ja, vielleicht schaffe ich es ja nochmal doch ein, zwei Leute einzuholen. Eventuell. Wo sehe ich denn? Ach, da. Rechts ist die komplette Strecke. Okay, zwei Kurven hätte ich noch zum Überholen. So, ein nochmal. Bin ich 20. Nein, geh weg. Oh, Mann. Gut, ich fahre jetzt wieder mal kurz über den Acker. Nein, wieder 21. Verdammt. Shit. Knatter. Egal. 21 ist auch gut, die Vorgabe ist erfüllt. Das reicht mir erstmal. Juhu! In den Wäldern von. Wie hat er gesagt? Brim? Irgendwie sowas. So. Okay. Duell auch eine nächste Trophy. Das geht ja als fix. Oh, Replay, was ist denn das hier? Okay. Kann man natürlich jetzt auch noch ein paar Sachen wie R1 vorspulen. Andere Kamera. Ach ne, Fahrer durchschalten ist das. Dann ist die. Ah, hier ist die Kamera. Okay. Yo. Die kommt natürlich auch geil. Okay. Radkamera. Hinterrad. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Jo, nicht schlecht. Rennergebnisse, okay. Neustart will ich nicht. 21. reicht mir. 187 XP. Oha, das dauert dann aber ewig, bis man hier aufsteigt. Ach, deswegen den Bonus. Ah, Schwierigkeit. Schaden. Okay, da werde ich doch mal Schaden anschalten. Fans 5.900. Das geht ja fix. Okay. Nicht schlecht, behaupte ich jetzt mal. So. Dann mal gucken, was jetzt hier mein Chef sagt. Sehe ich jetzt hier? Kiefer Racing, ja, was sind das jetzt hier? Ich weiß nicht, soll ich jetzt irgendein Team auswählen oder was? Gut, dann nehme ich natürlich hier, was haben wir denn jetzt hier? Italiener, ein Holländer, Belgier, hier ist ein Deutscher drin, Luca Grünwald, da gehen wir doch auch lieber dahin. Bist du sicher, dass du dich mit diesem Team anmelden möchtest? Japp. So. Kiefer Racing, ja, klingt auch deutsch. So halbwegs zumindest. So, was ist das hier? RW Racing GP und ich freuen uns wirklich sehr mit dir auf dieses Abenteuer. Alle am härteren Gewalt, bla bla bla. Hä? Das hatte ich doch gerade eben schon. Aha. Gut. Hier gibt es also nichts Neues. Jawohl, Kalender. Ah, okay. Was ist jetzt hier im Kalender? Ah, jetzt das zweite Rennen. Valencia, oh schön. Okay. Bevor ich jetzt das allerdings mache, ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause und wir hören uns dann gleich wieder, Leute. Nee. Also, sag ich mal, bis die Tage demnächst. Ciao und Servus und danke fürs Zuschauen.